Hallo, bei uns geht es heute um ein nicht ganz so schönes Thema, weil vielleicht kennst du das, du kochst im Thermomix und plötzlich kocht der Thermomix über. Super ärgerlich und deswegen verrate ich dir heute meine besten Tipps, wie du das vermeiden kannst. Wenn du keine Tipps rund um den Thermomix verpassen möchtest, abonniere am besten direkt den Kanal und drück die Glocke. Wenn der Thermomix überkocht, ist es natürlich super ärgerlich, aber mit den jetzigen Tipps kannst du das ganz leicht verhindern. Alle Tipps zum Nachlesen findest du bei uns im Zaubertopf-Club und den Link gibt es hier in der Beschreibung. Und da ist übrigens auch ein super toller Thermomix-Führerschein drin. Das Überkochen passiert wirklich nur, wenn das in Berührung kommt mit Eiweiß oder Stärke. Und in der Küche oder auch im Thermomix ist das meistens der Fall, wenn du mit Brühe kochst, Nudelwasser kochst, Kartoffel, Reis oder Hülsenfrüchte und natürlich bei Milch. Kommen wir zu unseren Milchtipps. Du kennst das vielleicht. Du kochst Milchreis und schwupp, kocht es über. Das kannst du ganz leicht verhindern, indem du wirklich Milch niemals auf 100 Grad kochst, sondern immer auf 95. Und solltest du das doch mal vergessen haben, wirklich und es überkocht, schalte gleich runter auf 95 Grad und dann zieht sich das echt wie so durch Zauberhand wieder in den Mixtopf. Und sollte es doch mal angebrannt sein, habe ich noch einen Tipp. Es gibt nämlich eine Folge mit Reinigungstipps. Schau dir das auf jeden Fall mal an, denn damit kriegst du auch die hartnäckigsten Verbrennungen wieder raus. Marmelade kocht ja auch immer ganz gerne mal über und da gibt es allerdings auch schon gleich 5 Tipps, wie du das wirklich leicht verhindern kannst. Zum ersten nicht so große Portionen kochen, also lieber 2 kleinere Portionen hintereinander. Dann hat die Masse, kann dann richtig sprudeln und hat noch genug Platz und es tritt nichts aus. Tipp Nummer 2 ist, die Drehzahl zu erhöhen. Ich persönlich koche zum Beispiel meine Marmelade immer auf Stufe 3 statt auf Stufe 2. Tipp Nummer 3 ist, wenn das passiert, kurzfristig die Temperatur runterzustellen. Tipp Nummer 4 ist, einfach einen Schuss Öl mit in die Marmelade geben. Das kann sein Butter oder ein neutrales Öl. Und Tipp Nummer 5 ist, statt des Messbechers den Spritzschutz oder den Garkorb zu verwenden, weil dann kann der Dampf schön entweichen. Kartoffeln enthalten ja auch viel Stärke, das heißt, auch da blubbert es gerne mal über und da gibt es auch gleich 4 Tipps zu. Erstens, den Garkorb auf jeden Fall nicht zu voll füllen und das Ganze kannst du dann natürlich auch nochmal mit Wasser abspülen. Tipp Nummer 2 ist, auch da wieder die Drehzahl zu erhöhen. Tipp Nummer 3 ist, auch hier ein bisschen Fett mit ins Wasser zu geben, wie Öl, Margarine oder Butter. Und Tipp Nummer 4 ist, wenn es passiert, auch wieder kurzfristig die Temperatur runterstellen. Reis ist mir persönlich auch schon richtig oft übergekocht, insbesondere Basmati-Reis. Deswegen benutze ich meistens Parboil. Damit ist mir das nämlich noch nie passiert. Allerdings gibt es natürlich auch hier 3 Tipps, wie du das Überkochen verhindern kannst. Tipp Nummer 1 ist, den Reis wirklich vorher richtig gut zu spülen, damit ganz viel Stärke schon mal austreten kann. Tipp Nummer 2 ist auch hier, wenn es überkocht, dann ganz schnell die Temperatur runterstellen. In dem Moment zieht sich das ganze Wasser dann auch wieder in den Mixtopf. Und Tipp Nummer 3 ist auch hier von Anfang an eine höhere Drehzahl zu nehmen. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir, dass in Zukunft bei dir nichts mehr überkocht. Und falls du auch noch den ultimativen Tipp gegen Überkochen hast, dann schreib ihn doch noch gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.